Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute nach langer Zeit mal wieder einen Tag für euch. Und ja, es ist ein Tag, auf den ich mich sehr freue, der auch in gewisser Art und Weise anders ist als die Tags, die ich sonst immer mache. Er besteht nämlich aus 7 Fragen, die sich alle um ein Buch drehen, was demnächst erscheint. Und ich sage gleich vorweg, ihr müsst das Buch nicht gelesen haben, beziehungsweise ihr könnt diesen Tag euch ansehen oder auch selbst machen, ohne euch wegen des Buches zu spoilern. Die Fragen beziehen sich zwar aus Themen aus dem Buch, aber ihr, ja, es verrät euch noch nichts im Prinzip über das Buch. Wäre ja auch totaler Quatsch, weil wie gesagt, das Buch erscheint demnächst erst. Und ja, der Carlsen Verlag hat sich dazu eben diesen Tag ausgedacht. Ich verlinke euch auch gern das Video, das Ursprungsvideo von dort unten in der Infobox. Und noch dazu haben die sich noch was ganz anderes Tolles ausgedacht. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, ja, etwas richtig Cooles zu gewinnen. Wie und was genau, das erzähle ich euch am Ende des Videos. Jetzt soll es erstmal um den Tag gehen und dafür stelle ich euch erstmal kurz das Buch vor. Es dreht sich nämlich, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt, um Auf immer gejagt von Erin Summerall. Und ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Irgendwie habe ich da immer wieder Probleme mit. Auf jeden Fall habe ich auf dieses Buch schon wahnsinnig lange hingefiebert, seit ich zum ersten Mal irgendwo entdeckt habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Hier geht es um Tessa, die sich im Wald am wohlsten fühlt und dort die meiste Zeit verbringt und sich dort wie zu Hause fühlt. Denn in ihrer Heimatstadt, ja, wird sie eher geduldet als geschätzt. Ihr Vater ist zwar dadurch, dass er der Kopfgeldjäger des Königs ist, ja, eine angesehene Person, aber Tessas Mutter stammt aus dem Nachbarland und in dem Nachbarland üben die Menschen schwarze Magie aus. Doch dann passiert etwas und zwar wird Tessas Vater getötet und sie hat nur noch eine Möglichkeit, ein sicheres Leben zu führen und das ist, den Mörder ihres Vaters für den König zu finden. Das ist Cohen, der der Gehilfe ihres Vaters war und noch dazu ein Freund aus ihrer Kindheit. Und ja, so macht sie sich auf die Suche nach ihm und sie hat eine besondere Gabe, die ihr sagt, dass Cohen schuldig ist, doch ihr Herz spricht da eine ganz andere Sprache. So viel zum Klappentext. Ja, ich war wie gesagt schon lange heiß auf dieses Buch und können wir bitte mal kurz würdigen, wie wunderschön es einfach ist. Ich meine, guckt euch das an. Und ich liebe es ja, wenn man den Klappentext abmacht. Nein, wenn man den Schutzumschlag abmacht, ist es darunter genauso schön und liebevoll gestaltet. Und ich bin hin und weg und gerade, also schon das Auspacken des Buchs hat bei mir Begeisterungsstürme ausgelöst, auch weil es total süß verpackt war. Ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen, da habe ich ein Bild davon gepostet. Und ja, von daher, ich bin total heiß auf dieses Buch und freue mich jetzt auf den Tag und ich denke, ich lege mal los mit der ersten Frage. Erstens. Tessa, die Hauptfigur in Auf immer gejagt, ist wild, unabhängig und stark und ausgesprochen einsam. An welche Buchheldin erinnert dich das? Also ich musste zuerst echt an Katniss aus Die Tribute von Panem denken, weil sie für mich halt auch so eine wirklich starke, unabhängige Person war. Sie ist jetzt nicht unbedingt sehr einsam. Sie hat halt Gale und ihre Schwester, aber ansonsten lässt sie ja kaum jemanden an sich ran, nicht mal ihre Mutter. Von daher, ja, musste ich echt sofort an sie denken. Ich denke, wenn ich noch länger überlegen würde oder mich hier nochmal so in meinem Bücherregal umgucke, dann fallen mir bestimmt auch weitere ein. Zum Beispiel, wie heißt sie denn? Die Protagonistin aus Das Feuerzeichen, die ist anfangs auch echt so eine Einzelgängerin und alleine unterwegs, aber sehr stark und unabhängig. Und ich muss sagen, dass ich solche Charaktere, solche Protagonisten ja echt am liebsten mag, gerade bei den weiblichen, wenn die so wirklich stark sind und nicht die ganze Zeit jemanden brauchen, der sich um sie kümmert und sie beschützt. Ja, das gefällt mir am besten. Ja, aber wie gesagt, ich musste als erstes echt an Katniss aus Die Tribute von Panem denken und ich finde, das passt einfach sehr gut. Zweitens. Tessa hat nur noch eine Sache, die sie an ihren Vater erinnert. Ein verzierter Dolch. Besitzt du ebenfalls ein besonderes Erbstück? Nee. Also ich glaube, in unserer Familie gibt es das auch gar nicht so, dass irgendwie besondere Sachen weitervererbt werden. Mir würde jetzt auch nichts einfallen, wirklich, was in meinem Besitz ist. Es gibt eine Sache. Und zwar habe ich von meiner Oma eine ganz alte Barbie-Puppe mal geschenkt bekommen. Das war kurz bevor sie gestorben ist, da habe ich sie zum letzten Mal gesehen.
Und sie hat sie mir geschenkt, weil sie halt wusste, dass ich früher, habe ich mega gerne mit Barbies gespielt. Und sie wusste halt auch, dass die bei mir gut aufgehoben ist. Die ist auch noch original in ihrem Karton verpackt und wird gar nicht angerührt hier, weil das ist eine ganz, ganz alte. Eine der ersten, die so übers Band gelaufen sind. Und die gibt's halt logischerweise nicht mehr. Und die hat ja mittlerweile schon deshalb einen ja, guten Wert, sage ich mal. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, das könnte man als Erbstück vielleicht bezeichnen, aber ansonsten haben wir das in unserer Familie, glaube ich, gar nicht, dass wir irgendwie so Sachen weitergeben zum Nächsten. Wobei ich auch sagen muss, ich verbinde Erbstücke immer gleich mit dem Tod von irgendjemandem. Also man erbt ja was, wenn jemand stirbt, und aus meiner Familie sind Gott sei Dank noch nicht so viele Menschen gestorben, sodass da auch die Möglichkeit noch nicht da war, zum Glück. Aber wie gesagt, ich glaube, bei uns in der Familie ist das auch einfach nicht so. Wir bewahren uns die Erinnerungen dann auf andere Art und Weise. Ich mache zum Beispiel sehr, sehr viele Fotos, dadurch, dass ich ja auch immer das Handy dabei habe, wo man ja heutzutage immer eine Kamera drauf hat, geht das natürlich auch sehr, sehr leicht, jeden Moment irgendwie mit Fotos festzuhalten. Oder ich habe mein Battle-Armband hier, wo ich halt auch nur Anhänger dran habe, ja, die für mich eine Bedeutung haben und mich an etwas erinnern, an ein Ereignis, an eine Person oder auch an ein Haustier oder irgendwie so. Und ich weiß auch bei jedem, wer mir geschenkt hat, und das sind dann ja eher so Sachen für mich, Erinnerungen für mich, als irgendwie so Erbstücke. Sowas habe ich halt nicht wirklich. Die dritte Frage. Wenn sich Tessa auf etwas verlassen kann, dann auf ihr Bauchgefühl. Wie ist das bei dir? Ja, ich bin der absolute Bauchmensch. Also ich glaube, jede wichtige Entscheidung in meinem Leben habe ich aus dem Bauch heraus getroffen, und ich kann auch irgendwie nicht anders. Ich bin zwar so, dass ich sehr viel nachdenke, also ich keine Ahnung, gehe sämtliche Möglichkeiten im Kopf durch, aber trotzdem fälle ich die Entscheidung letztendlich nach dem Bauchgefühl, weil ich mich sonst schlecht fühle. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn ich was mache, wo ich genau weiß, mein Bauch sagt was anderes, dann löst das in mir echt so ein beklemmendes Gefühl aus. Und dann weiß ich auch, das war die falsche Entscheidung. Und deswegen höre ich eigentlich immer auf meinen Bauch und entscheide auch alles aus dem Bauch heraus. Ich habe Gott sei Dank auch ein sehr gutes Bauchgefühl. Also es hat mich eigentlich noch nicht im Stich gelassen. Sehr wichtige Entscheidungen habe ich wirklich aus dem Bauch heraus getroffen und bin damit bisher immer sehr gut gefahren. Und ich glaube, dass das Bauchgefühl einen auch, also dass man sich da mehr drauf verlassen kann als auf den Verstand, weil es ja mit Instinkt spielt, mit dem Unterbewusstsein, und ich glaube, das Bauchgefühl weiß mehr als man selbst, wenn man über die Entscheidung nachdenkt. Und deswegen, ja, verlasse ich mich immer auf meinen Bauch, und bisher hat das auch sehr, sehr gut geklappt. Viertens. In Auf Immer gejagt haben manche Menschen besondere Begabungen. Welche besondere Fähigkeit würdest du gern besitzen? Ja, das ist ja so eine Frage, wo ich immer am Überlegen bin. Und dann kommen mir immer erst diese Standardsachen in den Kopf, wie Gedanken lesen, wobei dann denke ich mir immer so, nee, willst du bestimmt doch nicht, weil wer weiß, was die Leute so über dich denken, das willst du gar nicht alles wissen. Dann so Sachen wie Unsichtbarkeit oder Fliegen oder einfach so ein Zauberstab wie aus Harry Potter, wo man einfach alles mitmachen kann. Aber ich glaube, letztendlich würde ich richtig, richtig gern einfach in Bücher springen können, wie zum Beispiel die Protagonistin aus Die Buchspringer von Mechthild Gläser. Die kann das ja auch, die hat ja auch diese Fähigkeit in der Familie, dass sie einfach, wenn sie ein Buch liest, in das Buch reingeht und da aufpassen muss, dass sie nichts verändert, weil das ja die ganze Geschichte verändern würde. Und ich würde das richtig cool finden, nicht nur Bücher zu lesen, sondern sie richtig erleben zu können, aber halt aus einer sicheren Perspektive. Sprich, wenn es gefährlich wird, kann ich aus dem Buch jederzeit wieder raus. Das würde ich richtig, richtig gut finden. Also das wäre echt so eine Begabung, da würde ich mich auch ewig mit beschäftigen. Ich würde von einem Buch zum nächsten springen, und es wäre einfach, ich glaube, man könnte sich die Geschichten auch einfach viel besser merken und einem würde viel mehr auffallen, was so drumherum passiert, ja, wenn man in diesem Buch wirklich drin wäre und es halt nicht einfach nur lesen würde. Und ja, das wäre für mich als absolute Leseratte natürlich die genialste Fähigkeit überhaupt. Fünftens. Liebe oder Ehre? Der Mensch, den du liebst, begeht Hochverrat an deiner Familie. Wie würdest du dich entscheiden? Ja, das ist für mich gar keine Frage, weil für mich geht die Familie über alles, und von daher würde ich mich immer für die Familie entscheiden. Das steht bei mir an erster Stelle. Die Familie ist immer ganz oben und das Wichtigste, und die Menschen, an die ich mich als erstes wende, und die Menschen, für die ich halt auch alles tun würde. Und ja, und ich denke, jemand, der meine Familie verrät, den will ich auch gar nicht in meinem Leben haben. Und von daher wäre es bei mir immer die Familie.
Sechstens. Im Wald überleben, so wie Tessa. Hast du davon schon mal Ja, als ich die Frage gelesen habe, zum ersten Mal, ich habe mir die Fragen ja vorher schon mal angeguckt, musste ich echt ein bisschen lachen, weil das für mich was war, dieses im Waldleben, wo ich wirklich als kleines Kind schon von geträumt habe. Also ich fand deswegen die Frage total passend und lustig. Man hat ja irgendwann als Kind dieses Alter gehabt, wo man sich irgendwelche Sachen vorstellt und die einfach spielt, ohne wirklich irgendwie Requisiten oder so, dass man so durchs Haus läuft und spielt, das Haus ist, keine Ahnung, ein Dschungel zum Beispiel. Und das war echt so einer der Sachen, die ich ganz oft gespielt habe. Ich saß in meinem Zimmer und habe gespielt, mein Hochbett ist ein Baum und darunter ist ein Fluss und ich bin im Wald und muss da irgendwie überleben. Das war echt so eins der Sachen, ja, die mich da am meisten beschäftigt haben. Und auch als ich älter wurde, hatte ich immer so die Überlegung, wie das wäre, im Wald zu leben und einfach in der Natur, ganz weit weg von allem, was irgendwie Stress macht, nur vielleicht so die wichtigsten Menschen in der Nähe, ja, ganz weit weg vom Stress. Und es war dann halt auch so, dass wir als Kinder jedes Jahr mit meinen Großeltern in den Harz gefahren sind, auf so einen Campingplatz. Das war nicht so ein Campingplatz, wie viele heutzutage leider sind, wo wirklich Wohnwagen an Wohnwagen steht, sondern es war ein kleiner, ja eher familiärer, wo man wirklich Platz hatte und viel Natur belassen war. Und da sind wir jedes Jahr hingefahren und ich habe das geliebt und das hat natürlich diese Tagträume noch weiter befeuert und das war so ein bisschen so eine kleine Umsetzung der Tagträume in der Realität. Und als ich dann älter wurde und angefangen habe, mir meine eigenen ersten Geschichten auszudenken, da war die erste, mit der ich mich wirklich beschäftigt habe, also länger beschäftigt habe, die spielte halt auch in einem Wald. Also das war echt so ein Tagtraum, der mich sehr, sehr lange begleitet hat. Und auch heute finde ich es noch sehr schön, ja, einfach in der Natur unterwegs zu sein oder eben auch Bücher zu lesen, die ein sehr naturbelassenes Setting haben, sage ich mal. Zum Beispiel eben Bannwald von Julie Heiland hat mir sehr gut gefallen, weil es halt sehr naturnah war und das ist halt auch der Grund, warum ich mich auf dieses Buch hier so freue, um es nochmal in die Kamera zu halten, weil auch hier der Wald und die Natur scheinbar nach dem Klappentext sehr im Vordergrund stehen werden. Und ja, das ist einfach was, wo ich mich wohlfühle und was ich richtig toll finde und von daher, ja, da habe ich schon dutzende Male von geträumt. Und die letzte Frage. Die Würfel sind gefallen. Was hält auf immer gejagt wohl für dich parat? Ja, keine Ahnung. Ich erhoffe mir, wie gesagt, eben schon gesagt, eine Geschichte mit einem sehr natürlichen Setting, wo der Wald halt auch wirklich deutlich wird, zum Tragen kommt. Ich erhoffe mir eine spannende Geschichte. Ich erhoffe mir ein bisschen Liebe. Ich glaube, dass es eine Geschichte sein kann, die einen wirklich ja, emotional so ein bisschen fertig machen kann, sage ich mal, einfach aus dem Umstand heraus, dass Tessa Cohen von früher kennt und mit ihm befreundet war und jetzt stellt sich heraus, dass er vielleicht ihren Vater ermordet hat. Das ist ja so ein mega heftiger Zwiespalt für sie und ich glaube wirklich, dass einen das beim Lesen halt echt so ein bisschen fertig machen könnte und ja, aber auch richtig mitreißen kann und traurig machen kann und keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es gibt keinen fiesen Cliffhanger, das Ganze, ich glaube, das habe ich nicht gesagt, ist ja der erste Teil einer zweiteiligen Reihe. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass das Ende mega fies ist. Ich hoffe, dass es nicht so ist, weil ich glaube, das würde mich ja sehr fertig machen, wie immer. Von daher hoffe ich, dass es irgendwie einigermaßen erträglich ist. Aber ja, ansonsten erhoffe ich mir einfach eine wunderbare Geschichte, die mich ein bisschen abtauchen lässt und den Alltag vergessen lässt. Und ich denke und hoffe, das werde ich hier kriegen. Ja, so viel zu den Fragen des Tags und zu dem Buch auch. Jetzt kommen wir, wie versprochen, zu eurer ja, Möglichkeit mitzumachen und auch etwas zu gewinnen. Der Carlsen Verlag hat sich nämlich überlegt, dass ihr zum einen, wenn ihr den Tag mitmacht und das ist die einzige Bedingung, wenn ihr über 500 Abonnenten habt, dann bekommt ihr vom Carlsen Verlag das Buch als Rezensionsexemplar gestellt. Das wäre das eine. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist dann euer Video an den Carlsen Verlag zu schicken. Alle Infos dazu findet ihr aber auch nochmal unten in der Infobox und dann bekommt ihr das Buch zugeschickt. Und das zweite, und das finde ich richtig cool, wenn ihr die 7 Fragen des Tags beantwortet, hier auf YouTube, auf eurem Blog oder wo auch immer, das Ganze mit dem entsprechenden Hashtag kennzeichnet oder besser noch an den Verlag schickt, dann habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtung in einem Baumhaushotel zu gewinnen und einmal wie Tessa im Wald zu übernachten. Ich muss sagen, das finde ich richtig cool, da hat sich der Carlsen Verlag echt was richtig Tolles ausgedacht, weil ja, also ich stelle mir das mega cool vor, mal in so einem Baumhaus zu schlafen. Sicher auch was sich viele Kinder mal gewünscht haben. Und
Keine Ahnung, also ich werde auf jeden Gewinner neidisch sein, weil ich finde die Idee einfach total genial und sie passt hervorragend zum Buch. Und ja, also ich finde es wunderbar. Ich werde euch, wie gesagt, alle Infos für die Teilnahme sowie die Fragen des Tags und das Buch alles unten in der Infobox verlinken. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und jetzt zu guter Letzt werde ich noch ein paar Leute taggen. Und zwar tagge ich für diesen Tag die liebe Chloe Morgenstern, dann Jenny von Regenbogengarten, It All Started With Harry, Lina von What Lina Likes, Jakob von Bookmook, Anna Hartz Books, The Empire of Books und Glacy Naylor. Ich habe mir diesmal tatsächlich die Mühe gemacht, die Leute vorher rauszuschreiben, weil ich sonst bei den Tags immer hier sitze und so, ja, wen taggst du denn jetzt mal? Keine Ahnung. Deswegen, das wollte ich diesmal nicht, habe ich es mir vorher rausgeschrieben. Falls das jetzt ein bisschen zu schnell ging, ich schreibe euch auch alle getaggten Personen unten in die Infobox. Aber wie gesagt, auch wenn ihr nicht getaggt seid, macht gerne mit. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tag, mit dem Buch und auch viel Glück, was den Gewinn angeht. Und ansonsten war es das an dieser Stelle von mir. Wenn ich das Buch dann hoffentlich bald gelesen habe, ich glaube nicht, dass ich mich sehr lange beherrschen kann, dann wird es dazu natürlich für euch auch noch eine Rezension geben und dann erfahrt ihr, wie es mir letztendlich gefallen hat. Aber ansonsten war es das fürs Erste. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ganz viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!